Also, Vitamin D-Mangel, Teil einer diabetogenen Umwelt. Unsere Umwelt ist diabetogen geworden. Die Menschen, die einen Diabetes bekommen, haben das nicht vorgehabt. Denen ist auch an der Wiege nicht gesungen worden, dass du in so und so viel Prozent Diabetiker werden wirst. Sondern sie leben in einer Welt, die sie krank gemacht hat. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Teil des Problems. Nicht natürlich die alleinige Lösung, aber der Diabetes wird negativ beeinflusst durch den Mangel und das ist das, was ich Ihnen zeigen möchte. Hier geht es eben los, wie schon gesagt, im Uterus von der Wiege bis zur Bahre brauchen wir das entsprechend und leider ist auch diese Umweltressource futsch. Nicht etwa, weil sie gar nicht mehr existieren würde, sondern unser Lebensstil ist es. Ja? Wer eine sitzende Beschäftigung hat, dem fehlt schon mal die Bewegung. Und wenn er diese sitzende Beschäftigung drinnen hat, dann fehlt ihm auch noch die Sonne dazu. Und wenn man dann den Rest, den man ab und zu nach draußen trägt, noch mit Sonnencreme zuklebt, dann bleibt nichts mehr übrig. Und dann ist die gesamte Bevölkerung im Keller. Ja? Und das sieht dann so aus. Das sind offizielle Daten, die das Robert-Koch-Institut erhoben hat, die aber nie in Deutschland in der Bild-Zeitung publiziert worden sind. Warum sollte man das auch tun? Und die aber ganz klar zeigen, wir haben nur noch 10% der Bevölkerung, die normal sind. Das war 2008, das ist 2015 publiziert worden. Dass dieser Grenzwert von 30, der auch ja immer wieder angezweifelt wird, korrekt ist, sehen Sie hier dran, dass unterhalb von 30 Nanogramm es steil bergauf geht. Leider Gottes nicht mit der Gesundheit, sondern mit der Krankheit und der Mortalität. Das heißt also, wir brauchen entsprechend mehr. Und Sie sehen, oberhalb von 60 etwa, das gibt nicht mehr. Also der Bereich 40 bis 60 ist auch gut gewählt. Ja. Niemand fährt mit seinem Ölmarke an der untersten Grenze, sondern jeder tut ein Literchen drauf. Also 30 ist die untere Ölmarke, tun Sie ein Literchen drauf, kommen Sie auf 40 bis 60 und dann sind wir gut. Ja. Dass das sinnvoll ist, haben die Schweden gezeigt, die natürlich auch massiv beeinflusst wurden. Geh nur nicht in die Sonne, du kriegst ein maliges Melanom, du wirst früher sterben. Die haben 30.000 Leute, Frauen untersucht, nach 20 Jahren, also riesengroße Studie, und wollten zeigen, dass die Leute, die Frauen, die in die Sonne gehen, entsprechend früher sterben. Was kam raus? Genau das Gegenteil. Die Mortalität bei den Sonnenvermeidern war doppelt so hoch wie bei den Sonnenanbetern. Und im Vergleich mit anderen Risiken ist der Sonnenverzicht genauso schädlich wie das Rauchen. Und beim Rauchen macht sich keiner mehr Gedanken darüber, dass es bescheuert ist. 500 Giftstoffe. Aber nicht in die Sonne zu gehen, ist genauso bescheuert. Das heißt also, hier ist ein Fehlverhalten in der Bevölkerung. Wir haben eine kulturelle Entwicklung, die absolut Katastrophe ist. Apropos Kultur. Im Iran, der im Augenblick ganz andere Probleme hat, politische Probleme hat, vor 20, 30 Jahren Revolution, die haben ihre Frauen komplett zugehängt. Ja, im Rahmen dieser Revolution und haben dann einen 10-fachen Anstieg der MS-Rate gehabt. Ja, weil diese Frauen sind komplett Kinder. Auf der anderen Seite kommen heute die besten Studien, international die besten Studien aus dem Iran. Warum? Weil sie ein ideales Studienpopulation haben. Da sind die Leute nämlich wirklich im Keller. Und wenn man denen dann einmal ein Schüppchen Vitamin D drauf gibt, dann sieht man den Effekt sehr deutlich. Also von daher riesengroßes Problem und das ist die Folge des Sonnenmangels. Und ich habe das zum Anlass genommen, diese Studie, schon ein paar Jahre publiziert ist, und habe dann den Spruch, der ja auch nicht stimmt, weil du arm bist, musst du früher sterben, habe ich umgewandelt und sage heute, weil du unterbelichtet bist, musst du früher sterben. Ja? Es ist ja...